grüße dich ganz herzlich. Eins gleich vorweg, mein heutiger Wahlort für meine Videobotschaft an dich mag offenkundig ein wenig seltsam anmuten, ein wenig ungewöhnlich, denn ich melde mich heute zu dir von einem Friedhof. Das tue ich nicht, weil ich mit dir irgendwelche morbiden oder gar traurigen oder negativen Gedanken teilen möchte, sondern ich bin der Meinung, dass wenn wir über so wichtige Dinge wie Entwicklung, Wachstum, Glück und Erfolg, Persönlichkeit und all die Dinge, die uns in unserem Leben ausmachen, all die Dinge, die wir erleben, all die Dinge, die wir praktizieren, die wir jeden Tag in Gesprächen fortführen, sollten uns immer wieder doch auch mal zwischendurch daran erinnern, dass wir alle sterblich sind, dass du sterblich bist, dass ich sterblich bin, dass alles das, was wir heute denken, was wir fühlen, dass wir handeln, dass wir alles das, was wir in Gesprächen, in Erlebnissen, in unseren Erfolgen feiern, manchmal auch in unseren düsteren Tälern erleben, alles das endlich ist. Endlich auf einer physischen Ebene. Das heißt, irgendwann ist unser Körper unter der Erde. Dann sind wir nicht mehr präsent. Warum sage ich dir alles das? Ich bin der festen Überzeugung, dass Präsenz einer der Grundschlüssel ist, einer der Grundsäulen, um wirklich ein glückliches, zufriedenes und selbstwirksames Leben zu führen. So all die Gefühle, die sich in unserem Leben auftun, von Sinnlosigkeit, von fortbestehender Traurigkeit, von Planung, Ziellosigkeit und auch in der Folge von Glück und Erfolglosigkeit, können sich doch, wenn wir das mal wirklich auf einer ganz existenziellen Ebene betrachten, nur dann einstellen, wenn wir den Wert unseres eigenen Lebens überhaupt nicht mehr im Blick haben. So meine Idee für diesen heutigen Impuls ist, dass du und ich mal für einen ganz kurzen Augenblick innehalten und bewusst machen, wir sind sterblich, wir sind menschliche Wesen. Du bist sterblich, ich bin sterblich. Das ist vollkommen okay und das gehört zum natürlichen Lauf der Dinge. Entscheidend ist doch, was du und ich aus dem heutigen Tag machen. Was wir gemeinsam aus diesem heutigen Tag, aus diesem jetzigen Moment machen. Wie wir diese Zeit, die uns geschenkt ist hier auf diesem Planeten, wie wir die verbringen. Jeder für sich und gemeinsam. Noch einmal, es geht mir nicht darum, dich traurig zu machen oder von der Endlosigkeit des Lebens zu sprechen, sondern es geht mir heute wirklich im Kern darum, einmal innezuhalten und aufzuzeigen, irgendwann liegen unsere Körper unter der Erde, irgendwo in solch einem Grab. Doch viel entscheidender ist die Botschaft, die wir hinterlassen. Ist das, was wir hinterlassen, was wir für uns, für unser Leben als sozusagen den Sinn und die Sinnhaftigkeit erfahren haben, um, und ich wiederhole das Wort gern nochmal, die eigene Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ich weiß, dass der heutige Impuls ein wenig länger war als meine sonstigen Botschaften und ich danke dir, dass du diese Gedanken und diese Momente mit mir geteilt hast. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und ich weiß, deine Zeit und deine Aufmerksamkeit absolut zu schätzen. Ich freue mich darauf, wenn du Lust hast, meinen Videokurs zu begleiten, der ab dem 20. Februar beginnt, Gelassenheit, Freude, Erfolg. Doch glaub mir bitte eins, selbst wenn du nicht an diesem Kurs teilnehmen möchtest, selbst wenn du dich gar nicht mit den Attributen beschäftigen möchtest und den Säulen, was es denn braucht, um einfach mehr Gelassenheit, mehr Freude und mehr Erfolg in dein Leben einzuladen, dann glaub mir bitte eins, innezuhalten, zu verstehen, dass wir alle sterblich sind, dass es jetzt und hier der Zeitpunkt ist, zu leben. Das ist meine Botschaft heute an dich und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.